بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حياكم الله. Zum heute 30. Unterricht bzw. Kapitel Nummer 30 in der Kurzfassung von Kitabu al-Tawhid von al-Imam Ibn Khuzaymah rahimahullahu ta'ala. Und wir haben heute das Kapitel, oder die Überschrift lautet: Der Iman daran, dass die Sünder der Leute des Tawhid das Höllenfeuer durch die Fürsprache der Fürsprecher verlassen werden. Und wir lesen zunächst einmal, wie immer, erstmal den Hadith auf Arabisch und danach auf Deutsch, und dann beginnen wir inshallah mit der Erläuterung. قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار فأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال فيقول قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم بصورتهم لا تأكل النار صورهم. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما. In diesem etwas längeren Hadith, den wir hier gekürzt vor uns haben, heißt es, Ibn Khuzayma, möge Allah ihm barmherzig sein, sagte, uns berichtete Muhammad, er sagte, uns berichtete Abdul Razzaq, dieser sagte, uns berichtete Ma'mar über Zayd ibn Aslam, über Ata ibn Yasar, über Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass er berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, wenn die Gläubigen von dem Feuer befreit werden und sicher sind, so gibt es kein Streitgespräch im Diesseits von einem von euch mit seinem Gefährten über eine Sache, die Wahrheit ist, die heftiger und intensiver ist als das Streitgespräch der Gläubigen mit ihrem Herrn über ihre Brüder, die ins Höllenfeuer eingetreten sind. Er sagte, sie sagen, unser Herr, unsere Brüder verrichteten mit uns das Gebet, fasteten mit uns, verrichteten mit uns die Pilgerfahrt, und du hast sie ins Höllenfeuer eintreten lassen. Er sagt dann, geht und holt jeden heraus, den ihr kennt. Sie kommen dann zu ihnen und erkennen sie an ihren Gestalten, denn das Feuer zerfrisst nicht ihre Gestalten. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Ahmed und Muslim überliefert. Bevor wir mit der Erklärung anfangen, gehen wir kurz auf die Überlieferungskette ein. Das machen wir jedes Mal, schon seit Anfang dieser Unterrichtsreihe. Und den Grund habe ich schon öfters genannt und ich nenne ihn immer wieder. Und zwar diese Hadith, die vor uns liegen. Allahu tabarak wa ta'ala hat bestimmte Menschen ausgesucht, dass sie diese Hadith von dem Propheten ﷺ gehört haben. Das sind die Sahaba. Dann wiederum gab es Generationen, die nach den Sahaba kamen, die diese Hadith gehört haben und niedergeschrieben haben und auswendig gelernt haben und sie dann weiter berichtet und überliefert haben. Und das sind A'immatu al-Hadith oder Ruwatu al-Hadith. Und diese Leute sind es, die Allah Ta'ala dazu auserkoren und ausersucht hatte, dass sie die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche ebenfalls eine Offenbarung von Allah ist, dass sie von Allah ausgesucht wurden, diese Sunna, oder Grund zu sein, dass diese Sunna weiterhin behütet wird. Weil was den Koran angeht, so hat Allah Ta'ala selbst bereits gesagt, dass er ihn behüten und beschützen wird. Na'am, Ibn Khuzaymah rahimahullah ta'ala sagte, uns berichtete Muhammad, und mit Muhammad ist Muhammad Ibn Yahya al-Zuhli genannt.
Und dieser Überlieferer, welcher zu den Lehrern von Imam Ibn Khuzaymah gehört, der ist schon öfters in diesem Buch erwähnt worden. Und Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, er ist al-Naysaburi, er stammt aus Naysabur und er ist al-Imam. Er ist ein großer Imam, fast sogar auf der Stufe von Imam al-Bukhari. Und er verstarb im Jahre 258 nach der Hijra. Wa rawa anhu al-Jama'ah. Die ganze Gruppe, außer Muslim, hat von ihm überliefert. Und das ist ein Mustalah, also das ist eine Definition, die bei den Hadith-Gelehrten erwähnt wird, und zwar rawa anhu al-Jama'ah, die ganze Gruppe. Und mit der ganzen Gruppe sind die sechs Imame der Sunna-Bücher gemeint. Und wie gesagt, jeder hat von ihm überliefert, von den sechs, mit Ausnahme von Imam Muslim. Und Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, er hat die höchste Stufe, al-Imam. Er sagte, uns berichtete Abdur-Razzaq. Abdur-Razzaq ist auch schon öfters erwähnt worden in diesem Buch. Abdur-Razzaq ibn Hammam al-San'ani. Al-San'ani aus San'a, also aus dem Jemen. Und er verstarb im Jahre 211 nach der Hijra. Und er ist Fiqhatun Hafiz. Kana yatashayya'u. Also er ist Fiqh Hafiz, vertrauenswürdig. Und auch sehr stark gewesen im Auswendiglernen. Kana yatashayya'u. Er hatte etwas, er neigte leicht zu den Schia. Und das ist ein wichtiger Punkt, das erwähne ich mit Absicht, weil wenn die Salaf von At-Tashayyu', also von den Schia reden, dann ist damit nicht das gemeint, was wir heutzutage kennen. Mit Tashayyu' ist gemeint, dass er lediglich Ali Uthman vorgezogen hat. Aber damit ist nicht gemeint, dass er irgendeinen Sahabi beleidigt hat oder dass er Ali, Umar und Abu Bakr vorgezogen hat. Nein, mit Tashayyu' ist gemeint, dass er Ali, Uthman vorgezogen hat. Das sind die Schia, die früheren Schia unter den Salaf, unter den Altvorderen gewesen. Na'am, qala akhbarana Ma'mar, Abdurrazzaq ibn Hammam al-San'ani sagte, uns berichtete Ma'mar, Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri, Nazilu al-Yemen, auch ihn hatten wir schon öfters erwähnt in diesem Buch. Und das ist eine Kette. Also ihr merkt vielleicht, habt ihr das jetzt schon mittlerweile gemerkt, Abdurrazzaq überliefert und berichtet meistens von seinem Lehrer Ma'mar. Und Ma'mar verstarb im Jahre 154 nach der Hijra und er stammte ursprünglich aus Al-Basra, also aus dem Irak. Er reiste dann in den Jemen, um zu unterrichten. Und als er dort war, haben die Leute aus dem Jemen ihn verheiratet. Sie wollten unbedingt, dass er bei ihnen bleibt. Ein großer Gelehrter kommt aus Al-Basra. Sie wollten unbedingt, dass er bei ihnen bleibt. Und dann haben sie ihn verheiratet und er ist dann im Jemen geblieben. Ma'mar ist Fiqhatun Thabt. Also er ist sehr genau und sehr unvertrauenswürdig. Und er hat an mehreren Orten berichtet. Er war dann später, war er aus dem Jemen. Also er hat sich dann im Jemen niedergelassen. Das war seine Heimat, dort war seine Familie, dort waren seine Bücher. Wenn er im Jemen berichtet hat und überliefert hat und unterrichtet hat, so war er sehr genau. Aber er ist manchmal verreist nach Mekka oder nach Basra. Und man hat dann festgestellt, dass er auf der Reise, wenn er außerhalb seiner Heimat war, dass er manchmal Sachen etwas durcheinander gebracht hat. Und deswegen hat man über ihn gesagt, Fiqhatun Thabtun wa hadithuhu fil Yemen asah. Er ist vertrauenswürdig und genau, aber was seinen Hadith in seiner Heimat im Jemen angeht, so ist dieser Hadith, den er dort unterrichtet, noch genauer und noch authentischer. Na'am, er sagte über Zayd ibn Aslam, Zayd ibn Aslam, Mawla Umar, er ist der freigelassene Sklave von Umar, radiyallahu anhu. Und Zayd ibn Aslam war ein Tabi'i, einer der Gelehrten der Tabi'in. Und er ist Fiqhatun Alim, vertrauenswürdig und dazu noch ein Gelehrter. Und Zayd ibn Aslam verstarb im Jahre 136 nach der Hijra. Über Ata ibn Yasar.
Und es gibt viele Tabi'un, die Ata heißen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man beide Namen erwähnt. Ata ibn Yasar ist nicht der bekannte Ata. Es gibt noch einen anderen Ata, der heißt Ata ibn Rabah. Das ist ein anderer. Hier haben wir Ata ibn Yasar al-Madani aus Medina. Er verstarb im Jahre 94 nach der Hijra. Und Ata ibn Yasar war Fiqhatun Fadilun Abid. Er war Fiqha, vertrauenswürdig. Und er war bekannt, dass er viele Gottesdienste verrichtete. Er sagte über Abu Sa'id al-Khudri, der bekannte Sahabi, der im Jahre 74 nach der Hijra in Al-Madina al-Munawwara verstarb. Das ist soweit zur Überlieferungskette. Kommen wir zu der Erläuterung von diesem Hadith. Und zwar, es geht hier um folgende Aussage. Das Streitgespräch der Gläubigen mit ihrem Herrn über ihre Brüder, die ins Höllenfeuer eingetreten sind. Also man muss sich folgendes Szenario vorstellen. Es gibt die Gläubigen, Mu'minun, die ins Paradies eintreten. Und sie sehen dann, dass ihre Brüder, andere Muslime, andere Gläubige, die sie im Diesseits kannten, die mit ihnen gebetet hatten und mit ihnen gefastet hatten und mit ihnen die Hajj vollrichtet hatten, dass sie auf einmal im Höllenfeuer sind, dass sie nicht mit ihnen im Paradies sind. Und dann gehen sie zu Allah subhanahu wa ta'ala und sie sagen, Ya Rab, o unser Herr, unsere Brüder, wo sind sie? Allah ta'ala sagt dann zu ihnen, geht und holt jeden heraus, den ihr kennt. Dann diese Gläubigen, die schon im Paradies sind, sie legen dann mit Allahs Erlaubnis Fürsprache für ihre Brüder ein. Und sie kommen dann zu ihnen und sie erkennen sie an ihren Gestalten. Und was damit gemeint ist, dazu kommen wir inshallah noch im Laufe der Erläuterung. Und Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sie bestätigen, darum geht es nämlich hier in diesem Kapitel, sie bestätigen, dass die Sünder unter den Muslimen, die Sünder der Leute des Tauhid, dass sie das Höllenfeuer vielleicht betreten, aber dass sie durch die Fürsprache der Fürsprecher dieses Höllenfeuer verlassen werden. So wie es im Koran und auch in der Sunna bestätigt wurde, ohne das irgendwie fehl zu interpretieren oder stillzuleugnen oder stillzulegen. Wir haben hier einige Nutzen aus diesem Hadith. Und zwar der erste Nutzen, die Bestätigung, dass die Sünder der Muwahhidun, der Leute des Monotheismus, dass sie das Höllenfeuer durch die Fürsprache der Fürsprecher also verlassen werden. Und das deutet darauf hin, dass diese Leute, die ins Höllenfeuer eingetreten waren, dass sie Gläubige sind und dass sie nicht zu den Leuten des Unglaubens und zu den Leuten der des Schirk, also des Polytheismus gehören. Weil derjenige, der als Kafir oder als Muschrik gestorben ist, er zählt nicht als Bruder in der Religion. Und deswegen heißt es auch im Koran diesbezüglich, sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Muddathir, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Es wird zu den Leuten, die für immer ins Höllenfeuer eintreten werden, wird zu ihnen gesagt, was hat euch in Saqar geführt? Und Saqar ist ein Begriff für die Hölle. Sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Und wir pflegten nicht, den Armen zu speisen. Und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten. Und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge, bis die Gewissheit zu uns kam. Nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache
einlegen können. Also es wird zu ihnen gesagt, warum seid ihr in der Hölle? Und das erste oder der erste Grund, den sie nennen, ist, sie sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die das Gebet verrichteten. Subhanallah. Und das ist einer der vielen Beweise, die darauf hindeuten, dass derjenige, der niemals das Gebet verrichtet, dass das Unglaube ist, dass ihn das aus dem Islam befördert. Weil sie nennen hier als ersten Punkt, sagen sie, wir haben nicht gebetet, wir haben in der Dunya niemals gebetet. Das ist der Grund, dass wir jetzt hier im Höllenfeuer sind. Und dann heißt es, und dann erzählen sie oder erwähnen sie eine Reihe von Sünden und am Ende heißt es dann, nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache einlegen können. Weil sie als Kuffar gestorben sind, als Nicht-Muslime gestorben sind, kann der Muslim keine Fürsprache für sie einlegen. Das ist der Nutzen Nummer 1. Der zweite Nutzen, in dem Hadith heißt es, Allah sagt dann zu diesen Gläubigen, die schon im Paradies sind, geht und holt jeden heraus, den ihr kennt. Sie kommen dann zu ihnen und erkennen sie an ihren Gestalten. Denn das Höllenfeuer zerfrisst nicht ihre Gestalten. Das ist jetzt ein allgemeiner Hadith. Und es ist wichtig in der islamischen Gesetzgebung, dass man die Verse und die Ahadith zusammenbringt, zusammenführt. Weil manchmal hat man einen allgemeinen Hadith. Dieser allgemeine Hadith wird von einem spezifischen Hadith erklärt und erläutert. Und dieser Hadith ist allgemein. Er wird von einem anderen Hadith erklärt und erläutert. Und dieser andere Hadith, der ist ebenfalls bei Bukhari und Muslim, so heißt es, وَحَرَّمَ اللَّهُ, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ. Und Allah hat verboten, dass das Höllenfeuer die Spuren der Niederwerfung zerfrisst. Also derjenige, der gebetet hat, dass das Höllenfeuer wird diese Spuren nicht zerfressen. Und das ist ein Beweis dafür, dass derjenige, der das Gebet verrichtet und als Muslim gestorben ist und das Gebet verrichtet, dass er früher oder später das Höllenfeuer verlassen wird. Und sie kommen dann zu ihren Brüdern, die mit ihnen gebetet haben, weil sie nennen ja am Anfang des Hadithes, sagen sie ja, ja Allah, unsere Brüder, die mit uns gebetet hatten. Das ist also ein Punkt, ein wichtiger Punkt. Sie hatten mit ihnen gebetet. Und dann kommen sie zu ihnen und sie erkennen sie an der Stelle, wo sie normalerweise die Niederwerfung, also am Gesicht erkennen sie, weil das Höllenfeuer wird die Spuren der Niederwerfung nicht zerfressen. Dritter Punkt oder dritter Nutzen aus diesem Hadith. Diese Leute, die dann das Höllenfeuer verlassen werden und ins Paradies eingehen, mit Allahs Erlaubnis und mit der Fürsprache der Fürsprecher, sie werden Al-Jahannamiyun genannt. Also sie haben, es gibt für sie einen Begriff, Al-Jahannamiyin oder Al-Jahannamiyun. Das bedeutet die Leute des Höllenfeuers. Weil sie längere Zeit im Höllenfeuer waren, so haben sie diesen Beinamen, wie es im Hadith gekommen ist. Und der Hadith, der dies erwähnt hat, ist in Al-Bukhari. قال صلى الله عليه وسلم يقال لهم الجهنميون. Es wird zu ihnen gesagt, die Jahannamiyun. Der vierte Nutzen aus diesem Hadith, die Khawarij und die Mu'tazila, sie leugnen, dass der Begehr großer Sünden das Höllenfeuer verlassen wird. Weil wir reden hier von diesen Leuten, die ins Höllenfeuer eingetreten sind. Das sind Leute, Muslime, die Allah tabarak wa ta'ala nichts beigesellt haben, die das Gebet verrichtet haben, aber große Sünden begangen haben und von diesen Sünden nicht bereut haben. Und dazu komme ich gleich im Nutzen Nummer 5. Die Khawarij und die Mu'tazila auf jeden Fall, sie sagen, derjenige, der eine große Sünde begeht und dann stirbt, er wird für immer ins Höllenfeuer eintreten und das Höllenfeuer niemals verlassen. Und das widerspricht der Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Der fünfte Punkt, der Muwahhid, also derjenige, der auf dem Tawhid gestorben ist, der
Monotheist sozusagen, der stirbt, ohne von der großen Sünde bereut zu haben, ist unter dem Willen Allahs. Das nennt sich Al-Mashi'a. Er ist unter der Mashi'a von Allah. Das bedeutet, jemand war Muslim und er hat dann eine große Sünde begangen, hat nicht bereut, ist dann gestorben. Er ist unter dem Willen Allahs. Das bedeutet, wenn Allah will, so bestraft er ihn erstmal. Und dann kommt er aus dem Höllenfeuer raus und tritt ins Paradies ein. Und wenn Allah will, vergibt er ihm, ohne dass er ins Höllenfeuer eintritt. Und hieraus entnehmen wir die Wichtigkeit der regelmäßigen Reue, dass man immer bereut, weil wir begehen vielleicht eine große Sünde und man weiß nicht, wann man stirbt. Man begeht eine große Sünde, indem man zum Beispiel Uff zu seiner Mutter oder zu seinem Vater gesagt hat, indem man vielleicht ein schlechtes Wort zu seinen Eltern gesagt hat, indem man vielleicht schlecht eine große Sünde begangen hat. Ja? Und dann stirbt man. Man ist dann in einem Zustand, wo gesagt wird, er ist unter dem Willen Allahs, er ist als Muslim gestorben, aber es kann sein, dass er, weil er nicht bereut hat, erstmal im Höllenfeuer bestraft wird. Und daraus entnehmen wir die Wichtigkeit der Reue. Und Ahlus Sunnah wal Jama'a, wie gesagt, sie bestätigen, dass auch der Muslim ins Höllenfeuer eintreten kann. Aber wenn er auf dem Tawhid gestorben ist, so wird er mit Allahs Erlaubnis früher oder später das Höllenfeuer verlassen und ins Paradies eingehen. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد.